Dadan David Muriner ist einer der besten Kampfsportler in Bayern und erhält mehrere Titel in verschiedenen Verbänden, mehrere Weltmeistertitel. Doch dann musste er ein Jahr Pause machen. Jetzt hat er sich eindrucksvoll zurückgemeldet in Stekos Fight Night. Der Gladiator ist zurück. Und wie? Dadan Muriner bestreitet seinen ersten Kampf in diesem Jahr. Zur Titelverteidigung der WKU-Weltmeisterschaft im K1 stellt sich Muriner dem Türken Erkan Varol. Ausgebremst hat den 29-jährigen Mann aus Ingolstadt eine langwierige Verletzung, sodass der ursprünglich für den Juni geplante Kampf verschoben werden musste. Der Kampf in der Gewichtsklasse bis 75 Kilo ist das erwartet hitzige Duell, in dessen Verlauf Dadan Muriner zwar klar punktet, aber auch zwei unerlaubte Tieftritte seines Kontrahenten einstecken muss. Letztendlich sichert sich Dadan Muriner klar den Sieg nach Punkten. Überhaupt ist die Stekos Fight Night ein erfolgreicher Abend für das Münchner Kampfsportcenter. Weltmeisterin Marie Lang besiegt die Libanesin Rola Khaled nach Punkten, verteidigt ihren WKU-Titel und feiert den 36. Erfolg im 36. Profikampf. Auch Danjo Ilunga bleibt Weltmeister. Und auch er siegt nach Punkten im Kampf gegen den Niederländer Brian Daus. Es ist die erste Titelverteidigung für Danjo Ilunga im K1 bis 95 Kilo. Der wohl emotionalste Moment ist das Comeback von Pascal Schroth. Ein Jahr, nachdem er sich in einem Kampf einen Halswirbel gebrochen hat und lange ein Stützkorsett trug, kehrt er nach 347 Tagen in den Ring zurück. Der 26-Jährige zeigt, dass er nichts verlernt hat und dass er keine Zeit verlieren will. Nach einer Minute und 38 Sekunden in der zweiten Runde ist der Kampf gegen den Bulgaren Marian Asenov entschieden. Pascal Schroth ist der alte und neue Weltmeister. Alle 8 Kämpferinnen und Kämpfer der Trainer Pavlika und Mladen Steko gewinnen ihre Duelle. Darunter Dadan Muriner, der bereits in 5 unterschiedlichen Verbänden Weltmeistertitel errungen und verteidigt hat. Und da ist der Gürtel und da ist der Weltmeister, heute zu Gast, der Sporttrainer Dadan Muriner. Servus, herzlich willkommen. Freut mich, hier zu sein, auf jeden Fall. Du warst lang nicht da? Ja, schon ein bisschen länger, ja. Was auch daran lag, dass du lang nicht gekämpft hast. Was war los? Ein Jahr Pause. Es kam so einiges zusammen. Also das letzte Mal habe ich im September gekämpft, letztes Jahr. Und jetzt bei der letzten Fight, bei der ersten Fight Night dieses Jahr, ja, da kam unsere Tochter zur Welt und das war halt wirklich zeitgleich. Glückwunsch. Herzlichen Dank. Ein würdiger Anlass, da darf man auch setzen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und es war wirklich, also Kampftag war auch Geburtstermin. Und dann war es mir ein bisschen zu heikel. Also sie kam zwar ein bisschen später, ich war dann auch da als Gast, aber das war ein bisschen zu heiß, die ganze Sache. Und bei der zweiten Fight Night war ich eigentlich sehr, sehr gut vorbereitet. Also 2,5 Wochen vorher ungefähr habe ich mir beim Sparring die Strecksehne am Finger gerissen. Und es wurde mir geraten, natürlich lieber nicht zu kämpfen, aufgrund jetzt nochmal dieser heißen Phase, wo wir uns befunden haben, wäre der Finger halt nicht mehr angewachsen, ne? Also die Sehne. Deswegen war natürlich dann doch lieber noch einen auszusetzen und dafür halt dann noch gestärkt wieder zurückzukommen. Fühlst du denn, dass du diesen Kampf gestärkt bestreiten konntest? Nach so einer langen Pause, du hast ihn gewonnen, nach Punkten, was für dich fast unüblich ist. Du bist ja schon einer, der auch sehr, sehr viele Kämpfe durch K.O. gewinnt. Ja, also ich habe mir natürlich auch wieder diesmal viel vorgenommen und wollte es natürlich auch ganz klar machen. Der Gegner, man ist natürlich auch nur so gut, wie es der Gegner zulässt, ne? Und der konnte sehr viel einstecken. Ich habe erste und zweite Runde wirklich sehr viel Gas gegeben, habe ich gemerkt, okay, der lässt sich ja gar nichts anmerken. Also wirklich auch Knie zum Kopf, was halt auch einige Mal durchgekommen ist. Aber da habe ich gedacht, okay, dann musst du das halt nach Punkten machen. Also man muss halt, man braucht einen Plan. Wichtig ist, dass man weiß, man muss gewinnen oder man will gewinnen. Und wie man das Ganze dann macht, ist halt dann wieder so eine Sache. Das heißt, es gibt einen Matchplan. Oft wird der Kampfsportler einfach unterstellt, ja, die gehen aufeinander los und dann geht es halt wild ab im Ring. Absolut nicht. Ich meine, immerhin bereitet man sich sehr, sehr lange darauf vor, überlegt sich verschiedene Sachen, man studiert einiges ein, wie der Gegner ist, was man selber machen möchte, legt eine Performance hin, so für sich in den Kopf, also legt sich bereit. Was man dann letztendlich umsetzen kann, ist dann wieder die andere Sache. Und war es so, du hast zweimal einen Kick bekommen, einen Tieftritt heißt es ja in dem Fall, nicht Tiefschlag. Und was dann immer so passiert, auch in Veranstaltungen,
Raum, ja. Genauso wie an den Leuten an dem Bildschirm. Wenn ein Mann einen Tieftreffer bekommt, dann machen alle, da zieht sich alles zusammen. Ja. Du hast ja nun den Tiefschutz drin. Wie stark spürst du es? Also natürlich, man hat einen Tiefschutz, Gott sei Dank, aber man spürt es schon. Und ja, das natürlich ist es auch sehr schwer für die Konzentration dann. Deswegen macht man auch ein bisschen Pause, um dann wieder klar zu sein. Du hast nun zwei Kinder mittlerweile. Hat deine Frau trotzdem gefragt, ob alles in Ordnung ist, sicherheitshalber so? Ja, natürlich, absolut. Also nicht nur sie, sie hat natürlich auch Nachrichten bekommen. Ich habe Nachrichten bekommen, ob da unten alles okay ist. Aber Gott sei Dank passt alles, ja. Müssen wir ein bisschen aktualisieren. Du hast mittlerweile, glaube ich, 21 Mal Titel gewonnen und verteidigt. In 5 verschiedenen Verbänden. Richtig. Was treibt dich noch an? Sagen wir so, mich treibt eigentlich jedes Mal wieder diese, das ist wie so eine Sucht. Also ich sage immer, warum mache ich immer das? Immer vor dem Kampf ist man, da ist immer so eine Nervosität da, wo man auch diese Anspannung und der ganze Druck, wo aufgebaut wird. Jeder weiß ja, dass ich gewinne. Ne? Jeder kommt und sagt, ich weiß schon, du machst es so. Und selber baut man sich dann einen unwahrscheinlichen Druck auf. Aber es ist einfach die Sucht, wenn man dann am Ende des Kampfes einfach, der Arm geht hoch, man gewinnt und das ist schon so ein unglaubliches Gefühl. Und ich glaube, das macht schon einen süchtig. Und natürlich ist es halt auch dann das Training und diese Zeit. Wenn man es nicht macht, dann vermisst man es. Wenn man es macht, dann hasst man es. Wie viel Zeit hast du denn noch? Du bist jetzt 29, also in einem Top-Alter. Ja. Aber klar, keiner besiegt die Zeit. Irgendwann läuft es ab. Ja, man sollte dann gehen, wenn es am schönsten ist. Ich habe mir natürlich auch eine Zeit gesetzt. Und die verrate ich aber heute nicht. Also, warum nicht? Lass hören. Nee, ich habe so meine persönliche Zeit, wo ich sage, okay, und warum ich es nicht verrate, ist einfach, weil ich da natürlich auch immer so ein bisschen was offen lasse, ob ich plus, minus. Und somit rechnet halt auch jeder dann damit, wenn ich sage, okay, ich höre jetzt nächstes Jahr auf oder übernächstes Jahr, dann sage ich, ja gut, dann der macht eh nicht mehr so weit. Mal schauen einfach. Ich habe so meine persönliche Zeit, wo ich sage, okay, so lange hatte ich das vor und dann schauen wir einfach, was kommt. Wenn jemand über so eine lange Zeit, seit 2011, verschiedenste Verbände, verschiedenste Gewichtsklassen dominiert, ist es dann ein Problem, noch irgendwelche Gegner zu finden? Also wirklich Gegner, die eine Herausforderung. Weil ein, der immer brüllt, ich will den Champ schlagen, ich bin doch viel besser und dann nachher nach 30 Sekunden umfällt, so ein findest du ja immer. Ja klar, aber man muss sagen, dass auch immer sehr viele Junge nachkommen, die natürlich auch sehr stark sind und die Szene verändert sich auch. Also die Leute trainieren immer brutaler, habe ich das Gefühl. Und die Leute, die trainieren auch härter. Oder ich weiß nicht, woran das liegt, aber sagen wir mal so, es ist auch letztendlich immer so eine Einstellung im Kopf, ne? wie ob man motiviert ist, da ganz oben mitzuspielen. Also momentan muss ich sagen, bin ich auch sehr motiviert, auch ganz oben mitzuspielen. Und wenn das mal weg ist, dann sollte man sich ganz schnell überlegen, aufzuhören, weil es ist halt eine Sportart, wo kein Fehler verziehen wird. Gibt es noch so eine Traumkonstellation für dich, dass du sagst, ich will noch einen Kampf machen, da müsste natürlich einer kommen, der auch die sportliche Wertigkeit hat, wo ich man sagt, ich kann mehrere Gürtel auf einmal verteidigen, also anbieten, dass einfach so ein richtig brisantes Duell da ist. Also das wäre natürlich für mich schon sehr interessant und würde mich auch antreiben. Ich brauche wieder einen neuen Reiz. Das ist es. Und es ist halt immer so eine Sache, ne? was daraus wird. Mal gucken. Also ich bin für alles offen. Mach nicht wieder eine Pause. Danke, dass du da warst und den Gürtel, den kannst du wieder in deine Sammlung einreihen. Danke fürs Kommen. Danke auch.